Lust und Frust in Beziehungen. Bist du in einer neuen Beziehung und fragst dich vielleicht, ist er oder sie jetzt wirklich der oder die Richtige? Soll ich mich einlassen oder besser doch Single bleiben? Oder bist du schon viele Jahre mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen und jetzt kommen da so Zweifel in dir hoch? Ist er oder sie noch der oder die Richtige? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir unternehmen nichts mehr miteinander. Wie kann ich sicher sein, dass er oder sie die Richtige ist? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Lust und Frust in Beziehungen, dem Podcast für alle, die in, mit und an ihren Beziehungen wachsen wollen, für Menschen, denen Selbstreflexion und persönliche Weiterentwicklung wichtig sind. Mein Name ist Sylvia Schmidt-Hassler und ich freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst und auch in diese Folge lauschst. Zuerst einmal vorneweg. Zweifel sind nicht per se etwas Schlechtes und bedeuten auch nicht zwangsläufig, dass mit der Beziehung etwas nicht stimmt. Zweifel weisen lediglich darauf hin, ein bisschen genauer hinzuschauen und können demnach genauso gut auch eine Chance sein. Doch zunächst von vorn. Du bist frisch verliebt, alles läuft eigentlich super und jetzt kommen da doch so erste Zweifel hoch. Vielleicht hast du Gedanken wie, oh, es geht mir alles viel zu schnell. Will ich denn überhaupt eine Beziehung? Ist es wirklich der richtige Partner für mich? Oder ist sie wirklich die Frau fürs Leben? Eigentlich hatte ich es mir doch gerade als Single so gemütlich eingerichtet. Und will ich das jetzt überhaupt? Tut mir das jetzt überhaupt gut? Bei diesen Gedanken sind die Zweifel ein Zeichen, dass du gut auf dich selbst Acht gibst, dass du dich reflektierst und dir selbst wichtig bist. Und damit ist ja auch der andere natürlich wichtig. Und das zeigt auch, dass du nicht leichtfertig mit der Beziehung umgehst. Jeder von uns bringt Erwartungen mit in eine Beziehung. Genauso wie auch bereits gemachte Erfahrungen. Wir erleben unsere aktuelle Realität ja immer durch die Brille unserer gemachten Erfahrungen. Und da ist es doch nur gut, wenn wir uns da die Zeit nehmen und auch hinspüren. Wer möchte denn schon immer wieder die gleichen oder ähnlichen Fehler machen, nur um ein weiteres Mal enttäuscht zu werden? Deswegen nutze hier die Zweifel als Chance. Als Chance, dir darüber klar zu werden, was dir wichtig ist, was dir an der Beziehung wichtig ist, was dir im Miteinander wichtig ist und was du in die Beziehung einbringen möchtest. Bei vielen tauchen gerne mal die ersten Zweifel auch dann auf, wenn das Kribbeln im Bauch nicht mehr so stark zu spüren ist, wie beispielsweise zu Beginn der Beziehung. Das ist allerdings ganz normal. Dass das Kribbeln im Bauch nachlässt, ist ein Anzeichen, dass deine Beziehung in die nächste Phase geht. Von der Verliebtheitsphase in die sichere Liebesphase. Da ist es nicht mehr ganz so aufregend. Da sind die Schmetterlinge im Bauch nicht mehr ganz so wild. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es ein Anzeichen wäre, dass er oder sie nicht der oder die Richtige wäre. Manchmal können eigene Zweifel an der Beziehung auch etwas damit zu tun haben, dass andere, wie beispielsweise Freunde oder Familie, sagen, was willst du denn mit der oder mit dem? Er oder sie passt doch überhaupt nicht zu dir. In diesem Fall frage dich, was wissen Freunde, Familie oder die Menschen, die das sagen, wirklich über deinen Partner oder deine Partnerin? Vielleicht haben sie ihn oder sie noch gar nicht richtig kennenlernen können und haben deswegen einen ganz falschen Eindruck.
Und hinterfrage in diesem Fall gerne auch, ob es wirklich mit dir und deinem Partner, deiner Partnerin zu tun hat. Oder welche Motivation möglicherweise hinter diesen kritischen Aussagen stecken könnten. Möglicherweise haben nämlich dein Freundeskreis oder die Familie, sprechen da in dem Fall aus ihren eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Oder auch aus Erwartungen heraus, die sie an einen Partner oder eine Partnerin stellen würden. Somit hat es recht wenig mit dir zu tun, sondern eben mehr mit dem Absender dieser Aussagen. Und da ist es die Frage, inwieweit du dem Glauben schenken magst. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum Zweifel an einer Beziehung aufkommen können. Es kann zum Beispiel auch daran liegen, grundsätzlich Angst zu haben, Fehler zu machen. Hast du Angst, weitreichende Entscheidungen zu treffen? Angst, falsche Entscheidungen zu treffen? Hast du Angst, einen Fehler zu machen und willst deshalb lieber gar keine Beziehung, als irgendwann zu erkennen, falsch gelegen zu haben? In diesem Fall darfst du dir diese Angst vor Fehlern bei dir genauer ansehen. Was macht dir denn Angst davor, Fehler zu machen und wirklich Entscheidungen zu treffen? Wir haben keine absolute Sicherheit und wir können nur für diesen Moment entscheiden. Deshalb schau dir an, was dir Angst macht, dich festzulegen oder wirklich auch Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir schon beim Fehlermachen sind, viele fangen auch an zu zweifeln, wenn sie am Partner oder an der Partnerin Eigenschaften oder Verhaltensweisen entdecken, die sie stören. Manche sind dann schnell dabei und sagen, wenn er oder sie doch der Richtige oder die Richtige wäre, dann wäre es doch einfach nur perfekt, dann müsste ich mich doch da gar nicht ärgern, dann würde doch einfach alles passen, ohne Probleme. Und viele erhoffen sich das ja auch von einem Seelenpartner. Wenn ich doch endlich meinen Seelenpartner finden würde, dann würde das doch automatisch alles passen. Aber Achtung, meiner Erfahrung nach gibt es den oder die perfekt passende Partnerin oder Partner nicht. Und auch einen Seelenpartner zu haben, bedeutet nicht automatisch, dass alles perfekt ist, dass es keine Probleme mehr gibt. Im Gegenteil. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach auch sagen, keiner von uns ist perfekt. Und ganz ehrlich, wenn alles perfekt wäre, ohne Probleme, wäre doch auch langweilig. Reibung erzeugt auch Wärme und Nähe. Nur darf es natürlich nicht zu viel werden, weil sonst kippt es im Gegenteil. Wenn dir Zweifel an deiner Beziehung kommen, weil du denkst, der oder die andere kann gar nicht der Richtige sein, weil es einfach nicht perfekt, dann halte für einen Moment inne und denke darüber nach, wie es wohl wäre, wenn wirklich alles perfekt wäre. Wäre das so erstrebenswert oder ist es nicht viel schöner, auch aneinander, miteinander zu wachsen, Neues zu entdecken, immer und immer wieder aufs Neue. Und jetzt kommen wir zu den Zweifeln in einer längeren Beziehung. Wenn ihr jetzt schon länger zusammen seid und dir kommen jetzt Zweifel an deiner Beziehung. Das passiert ja dann meistens dann, wenn sich das Paar aus den Augen verloren hat und sich nichts mehr zu sagen hat. Wenn jeder nur noch so sein eigenes Leben lebt, es gibt kaum noch Gemeinsamkeiten, vielleicht die Kinder, Familienbesuche, die Verpflichtungen. Und dann kommt die Frage, ja, war es das jetzt? Geht es jetzt dann die nächsten Jahre bis zum Lebensende so? Auch hier lädt der Zweifel ein, genauer hinzuschauen und vor allem miteinander zu sprechen. Wer hat denn welche Bedürfnisse? Wo können wieder gemeinsame Erlebnisse geschaffen werden, die Verbundenheit und Nähe herstellen? Und da lädt der Zweifel wirklich ein, das gemeinsam zu erörtern und zu gucken, wo ist denn unser gemeinsames Ziel? Und so können wir abschließend sagen, Zweifel an einer Beziehung dürfen sein. Sie weisen lediglich darauf hin, genauer hinzuschauen, sich selbst zu reflektieren und sich bewusst darüber werden, dass es die absolute Sicherheit und den oder die zu 100% perfekte Partnerin oder perfekten Partner nicht geben kann.
Dass aber auch genau das die Chance ist, sich wirklich aufeinander einzulassen für ein gemeinsames Wachsen und Weiterentwickeln. Nutze Zweifel zur Stärkung deiner Beziehung. Sprich mit deinem Partner, deiner Partnerin. Was ist euer gemeinsames Ziel oder eure gemeinsame Aufgabe? Wer sich mit den Zweifeln an der eigenen Beziehung auseinandersetzt, dem liegt viel an der Partnerschaft. Und daran besteht kein Zweifel. Solltest du allerdings bei der Reflexion deiner Zweifel erkannt haben, dass es für euch kein gemeinsames Ziel mehr gibt und ihr euch im Alltag auch nur noch aneinander aufreibt, dann kann es besser sein, einen Schlussstrich zu ziehen und die Beziehung zu beenden. Dazu mehr in meiner nächsten Folge. Woran erkenne ich denn, dass meine Beziehung am Ende ist? Wenn Zweifel an der Beziehung aufkommen, ist es eine Einladung, erstmal genauer hinzuschauen, erst bei sich und dann gemeinsam auch wieder zu gucken, wo ist unser gemeinsamer Nordstern, wo ist unser gemeinsames Ziel, was sehen wir als gemeinsame Aufgabe? Und dann findet ihr auch wieder den Weg zusammen und die Zweifel rücken in den Hintergrund bzw. sind ausgeräumt. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir danken dir ganz herzlich fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Gefällt mir dalässt. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge wieder ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du weitere Informationen möchtest, dann schau auf dem Blog der Lebensfreude Academy vorbei. Dort findest du zu diesem Beitrag auch alle weiteren Informationen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.